Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nio. So, wir gehen erstmal mal in die Nebenmission Verzweifelter Rückzug. Ich habe eine dringende Bitte, Anjin. Erledige die Shimazu-Streitkräfte, die nun aus Sekigahara fliehen. Mann, die verfluchten Shimazu sind mit nur wenigen hundert Kriegern direkt vor unserer Hauptfront aufgetaucht. Sie sind schon so gut wie tot und verlieren vollkommen den Verstand. Wenn wir sie nicht aufhalten, wird es unglückliche und vermeidbare Verluste auf unserer Seite geben. Naomasa ist bereits unterwegs, um sie zu vernichten. Ich möchte, dass du ihm folgst und den Shimazu-General Yoshihiro um seinen Kopf erleichterst. Kriegen wir doch bestimmt hin und ich vermute, dass wir das auch relativ zügig hinkriegen. Hoffe ich doch. Das ist, wenn ich das richtig sehe, sowieso wieder die... Der Bereich mit diesen Mehrfacharenen. Also Schluss mit am Ende, glaube ich, dem Feld. Dann sollte das tatsächlich zügig gehen. Wobei ich alles natürlich in einem Durchlauf mit meinen Shuriken schaffen muss. Aber das sollte machbar sein. Vor allen Dingen, wenn ich das so machen kann. Dass ich da beide gleichzeitig erledigt habe, wundert mich tatsächlich absolut. Komm. Sehen. Dort. So, wo ist der andere? Links, glaube ich. Jo. Schützen halten sie ja nicht viel aus. Und da vorne geht es dann auch schon. Oh, da sehe ich gerade den Helm auf. Da vorne geht es dann auch schon auf das Schlachtfeld hoch. Den sollten wir zügigst erledigen können. Mehrere. Da war auch links noch einer, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Dies. Glaube ich, zwei, oder? Könnte auch nur einer sein. Ich höre hier noch einen. Super, wenn man das nicht richtig sieht. Oh, der hat aber Reichweite. Komm. Gut, dass er nur eine langsame Waffe schwingt.
Er atmet hier so schwer. Okay. Ja, mach ich. Ich kümmere mich um den. Ist gar kein Problem. Ich kann vorher nochmal leveln, dann verlieren wir nicht so viel, wenn ich doch mal noch einen Sack kriege. Da können wir mit arbeiten, können wir da. 50 ist erstmal eine gute Geschichte. So. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, dass das hier gleich direkt gegen den Boss geht. Ja. Das bedeutet für uns, dass wir einmal wieder die Rolle benutzen. Und dann hoffentlich mit dem hier klarkommen. Oh, warte mal. Das sind nur Soldaten. Das ist ja... Nein, das war doof. Jetzt müssen wir uns erstmal um die da hinten kümmern. Aua! Ja, genau das war, was ich erwartet hatte. Dass der nicht viele Treffer braucht, um uns zu erledigen. Ich habe die Soldaten leider nicht gesehen und ich habe leider mich ein wenig blöd bewegt. Das ist nicht das große Thema. Machen wir es nochmal hier. Wir fangen mit dem an. Komm raus da. Dann holen wir uns mal unsere Sachen wieder. Und erledigen das Ganze hier mal eben. Gerade jetzt auch mit der belebten Waffe eigentlich auch nicht schwer. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier tatsächlich nochmal ein Bösskind kommt. Ist aber nicht der Fall. Jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, ich muss vorne nochmal mit dem quatschen, genau, und dann geht's weiter. Ja, hättest du mal geholfen. Mhm. Und raus hier. Ja, dankeschön. 12 Ninja-Punkte haben wir. Da brauchen wir bald nichts mehr so wirklich, denke ich. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier... ich da den Ton ausmache, einfach mal sehen kann, was ich an Ninja skillen muss. Da gibt es dann eine Übersicht, oder? Der verdammte Yoshihiro war also bereits geflohen. Na schön, du hast gute Arbeit geleistet. Ohne dich wäre Naomasa heute nicht mehr im Leben. Er ist nicht nur ein talentierter Krieger, sondern auch ein geschickter und treuer General. Sein Verlust wäre ein schwerer Schlag gewesen und besonders bitter, da wir die Schlacht bereits gewonnen hatten. Nun denn, wir waren siegreich in Sekigahara, aber noch nicht alles unter dem Himmel ist unser. Bis dahin bin ich nur einer von vielen. Ich darf nicht unvorsichtig werden. Gut. Erledigt. Ja, das Video lädt gerade nicht hier. Dann lädt das Video halt nicht. Gehen wir erstmal in die Hauptmission, setzen wir die Skill Points zwischen den Folgen. So, jetzt gucken wir kurz. Ach ne, hier ist noch eine Nebenmission. Oh, dann wird es in der Nebenmission-Folge. Hä? Fangen mit der Nebenmission selbstverständlich an. Ja, dann ist das so. Dann machen wir eine Folge wieder nur Nebenmission. Es sei denn, die geht jetzt hier wirklich schnell. Schauen wir mal kurz. Kurodas Entschlossenheit. Ein purpurroter Himmel voller Unheil hängt über Sekigahara. Der Ort scheint von Yokai verseucht zu sein. Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um gegen unsere Mitmenschen zu kämpfen. Auch Fürst Nagamasa tut den Bericht
Kraken zufolge sein Bestes, um beiden Seiten der Schlacht Einhalt zu gebieten. Aber Fürst Nagamasa hat nicht die Stärke, um gegen die Yokai zu bestehen. Ich fürchte um seine Sicherheit. Kannst du nachsehen, ob er in Sicherheit ist? Ja, aber selbstverständlich. Für dich doch immer. So, die Stunde der Dämonen senkt sich auf Sekigahara nieder. Da Yokai und Erdenreich miteinander verwoben sind, haben die Yokai freie Hand. Dann wollen wir mal. So. Oh, Anjin-dono. Ah, voilà. Ja, bin ich das, wie du das sagst? Er denkt, er kommt klar. Die ziehen sich zurück. Ich werde also hier. Bringt ja alles nichts. Da oben ist vielleicht noch was, aber ich muss eigentlich nur rausfinden, was ich tun soll. Guck mal, da liegt tatsächlich was. Schöne Farben hier. war nicht das, was ich vorhatte, aber ist okay. Ja, das ist der falsche Weg. Muss ich jetzt hier mit jedem quatschen oder was? Nein. Der Weg soll. Ah ja, ich kann einfach hier runter. Okay. Ich soll dahin, nehme ich an. Hey Kollege. So nicht. Ersten Bereich geklärt. Ja, oh, da ist noch einer. Dann machen wir uns das jetzt einfach. Ah, so viel zum Thema. Wir machen uns das einfach. Da habe ich nicht aufgepasst. Das war nicht gut, das war nicht klug. Ich muss hier gegen viele ran und entsprechend sollte ich agieren. Hey. Mal fest. Dann machen wir jetzt das. Daneben. Tolle Nummer. Komm weg da. Halten wir uns noch voll. Komm grad an. Mich interessiert vor allen Dingen, was nach dir kommt.
hoffe, das war's. Ja, sehr gut. Wer bist du denn jetzt? Lässt du dich auch fressen, Kollege? Gut, dass du dich bedankst. So, fortfahren. War eigentlich nicht schwer. Man muss halt nur ein bisschen vernünftig umgehen, sag ich mal. Mit seinen Ressourcen. Was war irgendwie klar, dass nach den Rabentengus noch was kommt. Haben wir gerade auf 15 Minuten. Da können wir noch mal in die Hauptmission gehen, denke ich. Schauen wir mal ganz kurz. Sir Anjin, ich stehe wie immer in deiner Schuld. Wärst du nicht da gewesen, würden sich die Dämonen bereits an mir laben. Auf solche Weise vor der ruhmreichen letzten Schlacht zu sterben, das wäre eine Schande für das Andenken meines Vaters gewesen. Solange ich lebe, werde ich nicht vergessen, was du für mich getan hast. Aber bitte, ich flehe dich an. Behalte es für dich. So, ich muss mal ganz kurz was klären. Und dann geht's sofort weiter. So. Wir kriegen die ganze Zeit auch irgendwelche Sachen hier. Unglaublich. So. Aber dann denke ich, wir können hier die Hauptmission durchaus noch anschließen. Ich musste nur mal kurz abklären, ob ich gleich hier gestört werde oder nicht. Aber das sieht noch nicht so aus. Also können wir in die Quelle des Bösen. Der Gashadokudo ist ein Yokai. Erschaffen aus dem Bitteren, zwar ein unzähliger gefallener Soldaten. Wenn niemand ihn aufhält, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er die ganze Welt verschlingt. Sir Anjin, du musst ihn besiegen, bevor die Menschheit ausgelöscht wird. Meister Hanzo und ich werden dich unterstützen, so gut wir können. Ja, macht mal. Viel fehlt nicht mehr für das nächste Level Up. Und dann gucken wir mal, wie es... wie gut wir noch mit unserer Ausrüstung kommen. Ich denke, ich werde dann nach dieser Folge und zwischen den Folgen gewissermaßen meine Ausrüstung mal wieder ein wenig auf den aktuellen Stand bewegen. Die wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen. Schön, dass sie im Video direkt vor mir stehen und hier nicht. Ist gut. So, einmal einen Schrein für den Stufenaufzug. Wie gesagt, reicht es noch nicht. So. 5 Kodamas gibt es. Um die wir uns kümmern wollen, sollen, müssen, dürfen. Dann schauen wir doch mal. Ja, jetzt sind ein paar große Sturmkunais verbraucht. Kunais. Ja, vieler hier nimmt das mit dir. Ich bekomme, was bekomme ich? Besänftigender Keil, okay. Geheimer Omniokristall. Okay. Dann schauen wir doch mal. Ich denke, ich muss überall in die Kristalle ran und muss dann da Action geben. Wo ist der Spieler?
komm. Will eigentlich gar nicht gegen Spieler hier ran. Ich kann es nicht reinigen. Aua! Freund! Gut, dass er da nicht getroffen hat. Das wäre mein Tod gewesen. Da habe ich jetzt schon viel zu viel verbraucht. Das muss ich nochmal anders erledigen. Wir können den Stufenaufstieg natürlich einmal reinsemsen und wir können hierfür auch einmal uns ein wenig Ausdauer gönnen, zur Ausnahme mal. Dann gucke ich mal, ob ich nicht einfach hier an diesen vorbeirennen kann. Dann verbrauche ich da nichts. Fallen wir diesmal hier runter. Kommen wir hier durch? Selbstverständlich nicht. Wir kommen auch hier nicht durch. Wir müssen also mit etwas Pech über die Brücke oder aber hier runter. Ich denke, hier runter ist die beste Alternative. So, schauen wir den da oben aus. Ja, natürlich. Ich hätte gedacht, das wird ein normaler Zombie quasi. Dachte nicht, dass das tatsächlich so ein Schleimer wird. Ich sehe den Kodama bereits auf der Karte, doch ich komme nicht zu ihm, zumindest noch nicht. Weg, weg, weg! Wow! Ich verbrauche extrem viel Ausdauer. Das könnte daran liegen, dass hier halt so eine Zone ist. Also, dass wir hier gerade den Dämonenhimmel quasi haben. Achso, ich sollte mal. So, dann haben wir hier den Baum. Oh Mist, jetzt habe ich mich in eine Sackgasse transferiert. Ich möchte mich hier natürlich ausgiebig umschauen. Ich muss an die Kristalle halt ran. Das könnte sich als problematisch erweisen, wenn hier überall die Viecher rumstromern. Und ich will natürlich die Kodamas, was mir die Erkundung quasi aufzwingt. Komm. Da machen wir gar keinen Stress, Kollege. Du kriegst direkt die Sturmkunais. Hier hinten ist der zweite Kodama. Hinter der Kiste. Noch drei. Lass mal ein Item hochholen hier. Ein Bettstein wäre gut für mehr Schaden. So. Die Viecher sind echt nicht schön. Komm her.
auch immer ich jetzt aktiviert habe. Es war nicht nötig. Ich glaube, weniger Verteidigung, mehr Angriff. Definitiv nicht gut. Kann er aufgestanden? Nein, es ist nur der Kanone. Holzfall einschlagen. Damit reinigen wir den Bereich. Lauf, sagt er, lauf. Ich häng fest. Das könnte sich hier noch als problematisch herausstellen, wenn der auch nicht schießt. Das wird sich als äußerst problematisch herausstellen. Mist! Okay, aber das ist noch nicht das große Problem. Jetzt kann ich nämlich ein Stück abkürzen. Trotzdem nicht schön. Wir warten wieder, bis der nach links gelaufen ist. Dann können wir hier rum. Hier runter. Die Bereiche sind jetzt hier frei quasi. Den da oben machen wir platt. Den können wir ignorieren. Der wird uns eh nicht verfolgen. Nach Möglichkeit nichts aktivieren hier. Dafür ist schon zu spät. Ich ignoriere jetzt erstmal alles. Gucken wir mal. Ich nehme erstmal meine Sachen wieder. Den haben wir weg. So. Da hätten wir echt Probleme gehabt. Im Normalfall. Kommen wir hier durch? Nein. Ich habe jetzt nur den Bereich geräumt. Okay. Ich muss hier durch. Ist klar. Gehen wir mal kurz durch. Die belebte Waffe ist aber echt stark. Das muss ich ja mal sagen, ne? Ach, warte mal, okay. Das Feuerrad ist nicht gut. Das war nicht gut, das Feuerrad war nicht gut, der Große war nicht gut, das war der zweite Tod, aber ich kann jetzt tatsächlich da auch einfach wieder hinrennen. Das sollte nicht das große Problem sein. Schön ist er nicht. Aber man will ja auch nicht große Probleme bekommen. So, den schalten wir wie immer aus, das sind freie Amrita. Den Rest hier können wir quasi ignorieren. Das könnte jetzt hier problematisch werden, oder? Nein, wir kommen gut durch. Wir kommen sogar sehr gut durch. Ich hätte das einfach da lang machen können. Ja, und guck mal, den habe ich übersehen. Jung, was versteckst du dich denn hier im Ofen? Und da ist noch ein Schatz, den haben wir auch übersehen. Das ist halt, wenn man kein Schatzgespür hat. So, jetzt haben wir drei. Fehlen noch zwei. So, diesmal gucken wir mal ganz kurz. Das Feuerrad kommt da jetzt. Da warten wir jetzt aber, bis es wieder weggeht. Gut, dann holen wir uns unsere Sachen wieder.
holen uns hier den Loot. Und dann warten wir, bis das Feuerrad kommt. Bin ich mal so frei, hier drauf zu wechseln. Und dann können wir jetzt gleich hier den großen. Einmal platt machen. Das ist alles noch keine richtige Herausforderung. Ich muss lernen, die Bereiche platt zu machen. Oder vielmehr muss ich daran denken. Komme ich hier lang dahin? Ja. Ah, jetzt echt euer Ernst? Komm. Da hat er mich direkt rausgeprügelt. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Wenn der auf mich schießt, ist das echt die Pest. Aber wir haben jetzt schon mal zwei Bereiche geklärt. Und wir können da auch jetzt einfach mehr oder weniger durchrennen. Das behalten wir bei, wie bisher. Hier runter. Ich müsste jetzt eigentlich mal gucken, wie ich über die Brücke, wie das aussieht. Aber ich muss mir meine Sachen wiederholen, deswegen habe ich keine andere Wahl als hier lang zu gehen, wie bisher. Jetzt hier einmal abwärts. Dann können wir hier einmal durchrennen, ohne was auszulösen. An dem hier kommen wir nicht vorbei, egal was wir tun. Und das war Kacke. Ach ja, das war greedy, den habe ich unterschätzt. Gut. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Jetzt habe ich auch den mir rangezogen. Jetzt wird's kritisch. Wir müssen den da oben trotzdem einmal ausschalten wieder. Und dann können wir jetzt hier mal über die Brücke gehen, mal gucken, ob wir hier überhaupt irgendwie lang kommen. Ah, den habe ich wieder nicht gesehen. Komm her. Ich weiß nicht genau, was mir dieser Bereich hier tatsächlich bringt. Okay. Ich kann hier lang zu dem Kristall. Okay. Ach, warte mal, das ist der. Okay. Den habe ich ja schon. Das ist also tatsächlich gar nicht, was ich möchte. Das wäre ein vielleicht kürzerer Weg gewesen. So. Gut, das heißt, ich kann eigentlich tatsächlich so laufen wie bisher. Ich darf diesen hier nicht unterschätzen. Deswegen kriegt er den ja. Oh. Das
Feuer muss weg. So. Jetzt gucken wir mal, ob hier noch irgendwo was ist. Nein. Es ist halt echt ätzend, dass wenn ich die Kristalle übernehme, der direkt auf mich schießt und ich keine großartige Chance habe, da wegzukommen. Komm, vergiss das mal, Kollege. Du kriegst das einmal hier. Ich will mich da gar nicht groß mit wem anlegen. Ich habe den Kudama gesehen. Ay, Karamba, Karacho, ein Nilpferd. Nochmal. So, jetzt aber Schluss hier. Nein, das ist gar nicht der Kudama, das ist ein Schrein. Komm her. Rückwärts durch die Türen zu kommen, ist echt eine Pest. Gut, dann geht's hier einmal an den Schrein. Da haben wir ein bisschen was verloren tatsächlich. Das finde ich echt nicht gut. Aber ist nicht schlimm. So, Sonny gehe ich noch ruhig wiederkommen. Ab hier ist Neuland. Zwei Kodamas waren es noch, wenn ich mich nicht täusche. So, hier geht es nur wieder zurück. Das ist also uninteressant. Hier drin war jetzt auch nichts mehr. Dann geht's weiter. Komm her. Komm, spring. Ich habe gesagt, spring, nicht hau mich. Jetzt springst du, ja? Kollege, Kollege, Kollege. So finde ich das nicht gut. So, da oben ist wieder so eine schöne Zone. Ah, das füllt meine... Ninja-Zubehörteile wieder auf. Steck rein da. Bevor der da rauskommt. Gut. Oh. Darf sich nicht rühren, okay. Ich muss da irgendwie rein. Da oben oder irgendwo ist der Kodama. Den will ich auch gerne haben. Und einen sehe ich direkt noch hier vorne. So, jetzt muss ich nur rauskriegen, wie ich zu dem da oben komme. Kann eigentlich nur hier lang sein. Wunderbar. Er ist oben auf der Plattform, nehme ich an. Was ein seltsamer Ort für einen Kodama. So. Und dann können wir jetzt mit dem paar Kunais, die uns verbleiben, zum Boss. Komm.
Gute ist, wir haben eine belebte Waffe und jetzt weiß ich ja, nein, dass ich mit einer belebten Waffe meine Schuriken wieder auffüllen kann. Und das ist hilfreich. So, der Boss selber wird nicht so leicht, denke ich. Ich habe ihn leider nicht mehr so hundertprozentig auf dem Schirm. Da war eine ganz interessante Mechanik drin. Leicht wird er auf jeden Fall nicht. Das weiß ich nicht genau, was es war. Das ist auf jeden Fall nicht gut gewesen. Okay. Ich muss an diesem dort alleine vorbei. Da der rechts läuft, kann ich eigentlich hinter dem herlaufen. Alle anderen, die hier sind, kann ich ignorieren, um in die Boss-Arena zu marschieren. Und mir dann dort meine Sachen wieder zu holen. Denke ich. Ich glaube, ich muss in diesen Dingern hier stehen, wenn der irgendwas macht. Ich weiß nur noch nicht genau, was. Nein, das ist. Ah, okay, habe mich mit der Hand erwischt. Okay, das sollte er nicht. Denn auf die Hand muss ich dann schlagen. Alles klar, das geht. Hat er mich vorhin auch mit der Hand erwischt gehabt? Kann ich mich gar nicht dran entsinnen. So, ich kriege da irgendwie so einen Boost. So viel ist klar. Wir holen uns einmal hier raus. Ja, komm, Kollege, so nicht. Jetzt müssen wir einmal durchrennen, damit wir unsere Sachen wiederholen können. Und nach oben, nach oben, nach oben. Dann aktivieren wir mal das hier. Okay. Das tut ihm kaum was. Aber wir kriegen seinen Yokai-Schutz weg. Irgendwie nicht befriedigend, was hier passiert. Oha. Kollege. Funktioniert ein bisschen. Aua, das tat nicht so gut.
jetzt gehen wir in den Modus hier. Ja, interessant. Das hätte man wahrscheinlich ganz anders auch erledigen können. Sehr gut. Ein paar Kleinigkeiten können wir hier noch einsammeln. Das dürfte das meiste gewesen sein. Kann ich mit euch reden? Ja, würde ich gerne tun. Jetzt können die Seelen der Opfer in Frieden ruhen. Das ist gut. So, und? Ja. Okay. Wie auch immer. Wunderbar! Geschafft! Und wieder genug für den Levelaufstieg. Jetzt kommen die Level rein. Ich brauche hier einen neuen Stuhl. Das Geknatsche geht mir echt auf den Keks. Oh, es ist vorbei. Ich bitte nur, dass die Seelen der Toten in Frieden ruhen können, weil ihr Opfer den Weg für den Frieden geebnet hat. Wunderbar, jede Menge Zeug. Ja, natürlich Mission, die ich nicht machen kann. Und zwei Nebenmissionen, die wir nächste Folge machen können. Beobachte der Dunkelheit und Tochter des Dämons. Da bin ich mal gespannt, wie die so werden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Staffel.